Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badger Kate. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi, schön, dass du da bist, danke, dass du vorbeischaust. Du gehst vorbei, schon heute gibt es ein Kreisrundgeschenk, damit sie dich gut. Werde ich doch, Bobby, hoffentlich. Ach ja, es wird wärmer, merke ich auch gerade. Oder generell die letzten Tage, ist schön. Aber bei mir ist halt witzigerweise so, dass ich dann, gerade wenn es wieder wärmer wird, dass ich dann eher krank werde. Oder zumindest halt, dass die Stimme leicht versagt. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Bei mir ist es halt genau umgedreht. Nicht, wenn es kalt ist, sondern wenn es warm ist. Oh, die drei Teile ist natürlich auch schwer zu kriegen. Ja. Aber ich bin natürlich ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich eigentlich trotzdem immer noch... Oh, die Katze geht mir holen. Die rutscht schon bald leicht runter. Zumindest haben wir einen leichten Kran. Zumindest werden wir dann irgendwas anderes fehlen, könnte man ja so sagen. Oder wenn ich irgendwas in zwei Runden komplettiere, ihr wisst ja, wie es auch so oft ist. Verwunderlicherweise klappt das dann trotzdem immer wieder ganz gut. Aber ich glaube, es ist wohl der einzige Kran, der leicht ist. Ah ne, hier haben wir noch was. Okay. Okay, gut. Dann könnten wir ja zum Beispiel hier mal wieder... Oder ich mache das hier und wenn das nicht klappt, dann... Ja, okay. Ich habe auf jeden Fall viele leichte Kräne heute, witzigerweise. Okay, nehme ich mir am Anfang. Ja, oder? Ich habe gar nicht aufgepasst wegen den Pokémon-Marken, aber ich glaube, die sind ja doppelt. Okay, gut. Dann, ja. Dann gucke ich mal genauer durch, was ich spielen möchte. Also, bis gleich. So, ja, wir spielen diesen Kran hier, einfach aus dem Grund, weil diese Marke nicht, vermutlich nicht mit einer Runde zu holen ist. Also wenn sie hier greift, dass sie dann hier vielleicht hier liegen bleibt, wegen der Tür hier. Und sollte es dann in der letzten Runde, nach dem Training halt, nicht so aussehen, dass ich die dann halt mit der Runde bekomme, dann kann ich mir ja immer noch die Katze greifen. Aber ich wäre ganz froh drum, weil das ist, das ist der zweitletzte Boxboy-Kran, den ich komplettieren muss, um halt die ganze Kategorie zu komplettieren. Und dann hoffen wir einfach mal, dass ich zumindest hier am Anfang jetzt viel lockere. Ihr kennt es ja, wie so oft. Und am besten das so, dass ich sie vielleicht am gleichen besten noch mitgreife. Ne, wohl eher nur den Greifer. Na komm, oder sie fällt runter. Noch besser. Okay, das hat sehr gut geklappt. Das hat wirklich sehr gut geklappt. Okay, dann werde ich wohl jetzt hier ein paar Kräne einzeln kompetieren, oder was meint ihr? So, warte mal, dann gehe ich mal ganz kurz zur Katze. Wo haben wir sie denn? 1, 2, 3. Da haben wir sie. Ich hoffe mal, dass ich sie auch kriege, weil es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Vielleicht rutschen wir vor runter. Na komm, halt sie fest. Das ist eigentlich auch ein guter Griff, wenn man das so rum macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und schon haben wir das zweite Set komplett. Doppelkomplett. Sehr schön. Und wenn wir jetzt beim Training noch eine Runde kriegen und ich dann vielleicht noch diesen einen Hasen aus Animal Crossing raushole, dann wird es natürlich doppelt lustig. Dann haben wir nämlich ein Triple komplett. Oder dreifach komplett, je nachdem. Gucke ich einfach mal, wie ich das Ganze nennen werde. Sofern es auch klappt, muss ja nichts heißen. Ich bin ja jetzt schon zufrieden. Aber es ist natürlich immer so dass man halt jetzt heute wieder so einen Tag hat, wo man sagen kann, gut, es hat sich gelohnt, die Kräne in der Vergangenheit zu spielen, dass man sie heute komplettiert. Aber dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal zum Training jetzt. Hier ist so der Trainingskernspiel. Viel Spaß beim Üben. Immerhin. Ich bin immer noch dafür, so am Überlegen, dass der Kram wohl nur in 4 Runden gemacht werden kann. Und zwar, wenn ich hier so reingreife, dass halt die Magen sich hier alle lockern, dass man die dann hochhebt, dass die dann runterfällt. Und dann vielleicht entweder hier in der Lücke hängen bleibt oder hier runterkullert. Und dass man dann hier die Magen halt mir jeweils dann noch einzeln greift. Aber ich werde mal versuchen, hier dieses Quest-Fail gleich am Anfang zu greifen. Einfach nur, um zu gucken, ob es geht. Weil dadurch, dass ich die anderen Magie alle habe und mir die 3 noch Marken noch fehlen, wäre es interessant, wenn ich gleich hier anfangen könnte. Aber ich glaube, die rutscht dann eher hier runter. Das kann natürlich auch sein. Aber probieren wir einfach mal aus. Ja, ich hatte schon mal gelockert. Vielleicht hält er sie auch so fest. Das wäre auf jeden Fall, das wäre aber ein Glücksgriff, wenn es jetzt so klappt. Okay, alles klar. Das war garantiert ein Glücksgriff. Weil, wenn ich jetzt dann im anderen Kram machen würde, mit 3 Runden, dann hätte ich natürlich vermutlich dann wieder gefailt in dem Sinne. Oh, ein bisschen zu früh losgelassen. Ja, das war zu früh. Aber okay, der dürfte sie trotzdem vielleicht haben. Okay, aber wie gesagt, der erste Griff war Glück. Der war sowas von Glück. Kann man sagen, was man will. Die hätten auch vorher runterfallen können. So ist aber richtig hier, dass das Ding auch gegriffen wird. Also auf jeden Fall gut zu wissen, dass man wenn man es so sieht, ein bisschen mit Glück in 3 Runden kommentieren kann. Und hätte ich heute nicht diese ganzen Einzelkräne gehabt, dann hätte ich das, glaube ich, dann trotzdem gespielt hier. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Ich
versuch wieder so, dass ich gleich die berühre und her so am Rand greife, gell? Nicht hier nicht drüber komme, gell? So war das doch. So. Ne, diesmal, ich hatte viel früher gestoppt. Ja, seht ihr, schon macht das Ganze. Sonst haben wir nichts bekommen, ja. So wie ich halt gesagt, das war dann Glück. Aber so könnte man halt wirklich auch sagen, dann, dass man 1, 2, 3, oder gesagt 1, 2, 3, 4, dass man zumindest, also wir haben noch eine Runde, ja. Ja, okay, gut, dann greife ich so rein, dass ich mir zumindest noch ein paar Marken bekomme. So, lauter, lauter. Alles klar, wenn er den noch hochhebt, fliegt gleich die andere Marke runter. Immerhin. Ich habe mir schon überlegt, warum geht es nicht mehr weiter, aber passt ja eigentlich. Dann bin ich dann trotzdem zufrieden, auch wenn der Griff nicht ganz so toll war. Ja, aber gut, wie gesagt, das ist halt das, was ich gemeint habe, dass das ein Glücksgriff war, dass der Greifer auch möglichst tief gegangen ist und dass er dann natürlich dann ja, mehr runtergeworfen hat, als man eigentlich sich vorstellen konnte. So, eine Runde. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich den Hasen überhaupt kriege, dass er halt irgendwie so seitlich runterfällt. Ich habe halt bewusst halt den Hasen jetzt zum Schluss aufgehoben, weil ich mir nicht sicher war, ob ich den eine Runde kriege. Aber ja, soll ja eigentlich auch kein Problem sein, wenn es nicht klappt, muss ich dann ehrlich sagen. Dann haben wir für nächstes Mal was mit zwei Runden. Ihr kennt es doch. Los, los, Lobby. So, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, was passiert. Entweder ich greife und hebe ihn komplett rüber. Ich tue ihn nur drehen, dass er hier runterfällt. Oder er bleibt halt hier zwischendrin hängen wegen der Falle. Aber ist auch nicht so wild. Wie gesagt, wir haben schon zwei Sets komplett. Bin ich dann voll mit zufrieden. Dann hoffe ich mal, dass ich den vielleicht so ein bisschen drehen kann. Das wäre vielleicht ganz nett. Na? Ah, Mist. Er ist zwar durchgefallen, aber ja, okay, so könnte man vielleicht sogar jetzt sogar mit links- und rechtsbewegung arbeiten. Bin ich ganz ehrlich, dass er vielleicht so links runterrutscht. Aber ja, gut. Deswegen habe ich den Kran dann jetzt nicht gleich gespielt gehabt, aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Zwei Sets komplett ist ja auch nicht so häufig. Vor allem, dass halt hier der Boxboy-Kram noch mit einer Runde geklappt hat, weil ich hatte, glaube ich, schon mal, jetzt zum dritten Mal, dass ich versucht habe, sie zu greifen. Und dann lag die halt rechts oder halt links hier unter dem ganzen Haufen von den anderen Marken. Und dann habe ich sie natürlich nicht bekommen, aber ja, muss man natürlich sagen, hier war auf jeden Fall sehr, hallo, wenn man nur ganz kurz noch was zeigen will, ja, dass halt die dann gleich runtergerutscht ist, war natürlich toll. Da bräuchte ich, glaube ich, jetzt, wenn man jetzt den Kran zum ersten Mal gespielt hat, vermutlich nur noch die Tür hier, gell, aber das war, wie gesagt, auch ein bisschen Glück dabei. Aber dann gehen wir nochmal schnell in die Sammlung. So, da sind wir in der Sammlung und es ist natürlich sehr schön, dass wir auch eigentlich mal wieder einen von den Boxboy-Kränen komplett haben. Wie gesagt, mir fehlt dann nur noch einer, aber dieser eine ist natürlich dann nochmal extra schwer. Und hier haben wir jetzt auch noch die Niki-Marken. Und ja, hinterher überlege ich mir, vielleicht hätte ich doch zuerst den Animal Crossing-Kran spielen sollen, dass wenn man die Marke wirklich runter wackeln konnte, oder links, rechts, bitte, ihr kennt es ja, dass ich dann die dann runterwerfen konnte, hätte können. Und dann hätte ich mir zum Schluss dann immer noch die Katze hier greifen können. So hinterher wäre es, glaube ich, besser gewesen, ja. Aber ich hatte Angst, dass ich vielleicht irgendwie meine Runden komplett versammle beim Animal Crossing Kran. Und dann habe ich halt dann hier den einfachen Kran genutzt. Immerhin, ihr wisst ja, komplett ist komplett und doppelt komplett ist noch für mich dann doppelt gut. Macht Sinn, oder? Dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Battle Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also wie gesagt, der eine Griff war vermutlich Glück und dann hatte ich beim zweiten Griff Pech. Oder gesagt, beim vierten. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.